Als in unseren Landen die ersten Mühlen gebaut wurden, ging das immer einher mit der Errichtung von Burgen bzw. Klöstern. Während viele Burgen und Klöster erhalten blieben, wurden die meisten Mühlen abgerissen. So auch in der Stadt Salzburg. Auf der Suche nach einer Stelle, wo man noch das Wasserrad einer Mühle, eine Bäckerei, eine Burg und ein Stift auf einen Blick sieht, wird man mitten im Zentrum von Salzburg fündig. Die Stiftsmühle gibt es ungefähr seit dem Jahr 1160, als sie Abt Heinrich I. errichten ließ. Sie hieß damals Pfistermühle und hatte später in ihrer Hochblüte 4 Wasserräder. Pfister war eine alte, vor allem im südlichen deutschen Sprachraum vorkommende Bezeichnung für Bäcker. Im Jahre 1922 wurde statt des Wasserrades eine Turbine eingebaut. Um 1966 ließ man die Mühle auf. Das Mehl wurde dann von der Salzachmühle aus dem Ortsteil Mölln gezogen. Seit Herbst 2006 wird das Wasser des Almkanals wieder zur Energiegewinnung genutzt. Das Wasserrad hat einen Durchmesser von 4 Meter und eine Breite von 2 Meter. Der Wasserdurchfluss beträgt 400 Liter pro Sekunde. Die Gefällehöhe liegt bei 4 Meter. Lassen Sie sich nun von dem folgenden Video beeindrucken, das die visuellen, akustischen und die Gefühlssinne anspricht. Stellen Sie sich auch den Geruch von frischem Gebäck vor, der sich hier am Eingang der Stiftsbäckerei verstärkt durch die Entlüftung der Betriebsräume empfängt. Dass es das Wasserrad und die Stiftsmühle wiedergibt, ist Herrn Franz Grabmeier zu verdanken. Er war zwischen 1975 bis 2007 Betriebsleiter der am Müllner Arm des Almkanals im Nordwesten Salzburgs gelegenen Salzachmühle. Er wollte sich nach seiner Pensionierung selber einen Wunsch erfüllen. Er ließ 2005 bis 2006 hier im Hof am Auslauf des Almkanals, der hier seit dem Jahr 1137 durch einen Stollen aus dem Festungsberg kommt, ein Wasserrad aus Lärchenholz und einen Generator installieren. Die Dauerleistung der Anlage liegt bei 11 Kilowatt. Der Strom deckt den Eigenbedarf und geht ins öffentliche Netz. Seit 2010 vermahlt die Stiftsbäckerei den Roggen wieder selbst. Das Weizenmehl wird weiterhin von der Salzachmühle gezogen. Die Kunst des Wasserradbaus ist heutzutage nicht mehr auf dem hohen Stand wie in früheren Zeiten. Nach 12 Jahren, im Jahre 2018, musste Franz Grabmeier das Holzrad gegen eines aus Eisen austauschen. Jenes, das Sie heute hier im Betrieb sehen können. Der heilige Johannes Nepomuk ist unter anderem der Schutzheilige der Müller. Er wachte in früheren Zeiten bei fast allen größeren Mühlen, so auch hier beim Almkanal Wasserrad der Stiftsbäckerei St. Peter. Die lateinische Inschrift an der Hausfassade lautet übersetzt, dass diese Wasser, die durch 8 Jahrhunderte eine Mühle betrieben, über diese noch Licht verbreiten, dafür sorgten Willibald und Petrus, Äbte von St. Peter, Anno Domini 1924. Das Schild am Eingang zur Bäckerei informiert Sie, dass sich hier die älteste Bäckerei Salzburg befindet, Holzofenbrot aus reinem Natursauerteig hergestellt wird und man sich auf dem Areal der Erzabtei St. Peter befindet. Folgen Sie uns jetzt ein paar Stufen hinunter nach innen in die Mahlstube. Hier, im ersten Raum, ist Holz aufgeschichtet, das später nebenan direkt im Backrohr verfeuert wird. Das Holz stammt aus den Wäldern des Stiftes St. Peter. Das Korn wird seit 2015 aus dem Waldviertel bezogen, wo es in Bioqualität heranwächst. Werfen Sie jetzt einen genaueren Blick auf die Getreidemühle mit dem rotierenden steinernen Läuferstein. Oben kann man den elektrischen Antriebsmotor sehen, der seinen Strom vom hauseigenen Wasserrad getriebenen Generator bezieht. Die Franzis-Turbine, die zwischen 1922 und 1966 hier lief, betrieb keinen Generator, sondern war direkt mit der Getreidemühle gekoppelt. Die Bauart der Getreidemühlen dieser Art ist seit Jahrhunderten dem Prinzip nach unverändert. Lediglich die Zwischenschaltung von Generator und Elektromotor ist eine Erfindung des ausstehenden 19. Jahrhunderts. Eine Osttiroler Getreidemühlenfirma erzeugte solche Mühlen serienmäßig und exportierte sie auch.
Mit Mühlensteinen gemahlenes Mehl gilt bekömmlicher als Mehl, das mit modernen Waldstühlen hergestellt wird. Im Nebenraum befindet sich der historische Backofen, der mit Holz befeuert und in dem das Brot gebacken wird. Das Holz wird vorher abgebrannt, dann werden die Glut und die Asche entfernt. Anschließend wird das Brot eingeschossen und dort gebacken, wo zuerst geheizt worden ist. Während Sie nun einen Blick in den rund 4 Meter langen Backofen werfen, einige Worte zum Hauptprodukt der Stiftsbäckerei, dem Schwarzbrot aus Natursauerteig. Dieser Teig wird schon am Vortag angesetzt und entwickelt das typische Aroma, das man beim Betreten der Bäckerei sofort wahrnimmt. Dazu kommt am nächsten Morgen nur Roggenmehl, Wasser und Salz. Sonst nichts. Noch einige Bemerkungen zum Sauerteig. Sauerteige enthalten eine Lebensgemeinschaft von Milchsäurebakterien und Hefepilzen, die der Mensch seit mehreren tausend Jahren für die Herstellung von Brot nutzt. Die Stoffwechselprodukte dieser Mikroorganismen lockern den Teig und verbessern die Verdaulichkeit, das Aroma, den Geschmack und die Haltbarkeit der Backwaren. Eine besondere Bedeutung hat Sauerteig bei der Verwendung von Roggenmehl. Als Zutaten für das Brot der Stiftsbäckerei werden, wie schon gesagt, lediglich Roggen, Salz und Wasser verwendet. Nach dem Backvorgang wird das Brot dem Ofen entnommen und auf eine Pritsche gelegt. Danach wird das verkaufsfertige Brot in Regale geschlichtet. Es werden runde Laibe in den Größen 1/2, 1 und 2 Kilogramm hergestellt und längliche Wecken mit dem Gewicht von 1 Kilogramm. So sieht der fast leer gekaufte Verkaufsraum der Stiftsbäckerei St. Peter an einem Nachmittag aus. Man muss nicht besonders empfindsam sein, um den Geruch des Gebäcks alleine beim Ansehen des Videos wahrzunehmen. Außer Brot werden Gewürzweckerl, Windschgerln, Briochen und Milchbrotstrezel hergestellt. In der Weihnachtszeit auch Früchtebrot. Schwarzbrot aus Natursauerteig, hierorts auch St. Peterbrot genannt, entwickelt erst nach 24 Stunden seine typische Konsistenz und den typischen Geschmack. Es lässt sich über viele Tage hinweg genießen. Brot von Vortag, das mitunter übrig bleibt, ist für den Verzehr sogar besser geeignet als das ofenfrische. Der Sauerteig schützt es auf natürliche Weise vor frühzeitiger Schimmelbildung. Die Stadt Salzburg bietet hier im Zentrum durch die Fülle der Sehenswürdigkeiten auf engstem Raum einen überwältigenden Anblick. Unmittelbar neben dem Wasserrad und der Bäckerei befinden sich der Petersfriedhof mit der Margaretenkapelle und das Stift St. Peter. Werfen Sie nun einen Blick in die Stiftskirche. Die sakrale Stille in der Stiftskirche St. Peter ist ein reizvoller Kontrast zum geräuschvollen, geschäftigen Stampfen des Wasserrades der Stiftmühle. Das Stift St. Peter, auch Erzabtei St. Peter genannt, ist das älteste bestehende Kloster der Benediktiner im deutschen Sprachraum. Es wurde vom heiligen Rupert um 696 zur Mission in den Südostalpen gegründet. Der Bau geht auf einen romanischen Kern zurück und wurde um 1600 im Renaissance-Stil umgestaltet. Der barocke Zwiebelturm wurde 1756 errichtet. Nun zurück zum Wasser. Der Almkanal schießt sozusagen aus dem Berg. Aber von woher kommt er? Wer hat ihn gebaut und wann? Der Almkanal ist ein künstliches Werksgerinne, dessen Wasser von der Königsee-Ache aus dem bayerischen Berchtesgaden kommt, das kurz nach der Staatsgrenze abgeleitet wird. Der Almkanal ist 12 Kilometer lang, die Gesamtlänge des Wasserlaufes vom Königssee her beträgt rund 32 Kilometer. Der älteste Teil des Almkanals, der Müllnerarm, entstand vermutlich schon im 8. Jahrhundert. Er betrieb hier die Salzachmühle, die heute noch allerdings in der Eigelhofstraße in großem Maßstab Mehl produziert und zu dem Betrieb der Erzabtei St. Peter gehört. Der Stollen durch den Festungsberg für den Almkanal St. Petersarm wurde zwischen 1137 und 1143 gegraben. Wie man auf der Detailkarte sieht, betrieb der St. Peterarm einst 6 Mühlen. Dank Franz Grabmeier dreht sich das Wasserrad der Stiftsbäckerei als einzige dieser Mühlräder wieder und produziert eine Dauerleitung von stolzen 11 Kilowatt. Bevor wir Ihnen historische Bilder der verschwundenen Mühlen zeigen, ein paar Bilder
anderer Kraftanlagen am Almkanal. Das gesamte Netz des Almkanals versorgt heute 14 Turbinen, darunter das älteste Elektrizitätswerk des Landes Salzburg, sowie die Wasserschnecke am Neutorarm des Almkanals. Des Weiteren versorgt der Almkanal das städtische Notstromaggregat sowie Teiche, Kühl- und Klimaanlagen, etwa die des Festspielhauses, mit Wasser. Eine ganz besondere Wassernutzung erfuhr der Almkanal durch den Betrieb der Festungsbahn auf die Festung Hohensalzburg zwischen 1892 und 1959. Schon 1865 gab es hier ein Wasserrad für den Antrieb der Bohrmaschine für eine Schlosserei. 1892 wurde eine Turbine eingebaut, die das Pumpwerk für die Standseilbahn betrieb, die über zwei Waggons verfügte. Beide Wagen besaßen einen Bastall-Wassertank. Zwischen zwei Fahrten wurde beim Wagen in der Bergstation Wasser in den Tank gefüllt, pro Fahrgast ca. 80 Liter, während dem Wagen in der Talstation der Tank geleert wurde. Das obere, schwerere, talwärts fahrende Fahrzeug sog das untere, leichtere die Steigung hinauf. Das Bremsen funktionierte mit Zahnstangen zwischen den Gleisen. Um einen Eindruck zu gewinnen, wie Mühlen früher aussahen, hier einige Bilder der Mühlen im Zentrum der Stadt Salzburg. Sie sehen hier die drei Wasserräder der Spittelmühle aus 1550, überregional bekannt als Malzmühle von Stiegelbräu. Hier ein Bild des unterschlächtigen Wasserrades der Brennholzsäge des Franziskanerklosters. Sie befand sich in unmittelbarer Nähe der Stiftsmühle. Die Niederlegmühle verfügt über ein mittelschlächtiges Wasserrad. Hier ist der Plan der Schlosserei Gamper zu sehen. Sie befand sich unmittelbar an der Salzach. Hier eine historische Aufnahme der Strasserschen Malzmühle und Dampfbäckerei. Hier sieht man schön, dass die Mühlen des ausgehenden 19. Jahrhunderts richtige Industriebauten waren mit 5 Stockwerken und mit der ehemaligen Mühlenromantik nichts mehr zu schaffen hatten. Der Vorgängerbau war die Mühle des Domkapitels. Sie stand in nächster Nähe der Stiftsbäckerei St. Peter. Hier im Ortsteil Mühlen am heutigen Franz-Josef-Kai wurde schon im 9. Jahrhundert die Salzachmühle des Klosters Nonnenberg errichtet und mit Almkanalwasser betrieben. Das Außergewöhnliche an der Kraftanlage ist mit 155 Kilowatt ihre Leistung, wegen ihres hohen Gefälles zu Salzach. Nachdem die Salzachmühle nach Eigelhof zum Getreidesilo übersiedelte, wird der Strom nur mehr für das Klostergebäude und die Seminarräume der barmherzigen Schwestern genutzt. Der überwiegende Rest geht ins öffentliche Stromnetz. Nun schließen wir unseren Spaziergang durch die Mühlenwelt der Stadt Salzburg. Wie schon erwähnt, war der Pächter der Stiftsbäckerei, Herr Franz Grabmer, zwischen 1975 und 2007 Geschäftsführer der Salzachmühle. Er besuchte die Berufsschule in Baden bei Wien, anschließend die Meisterschule in Wels. Ihm verdanken wir das nostalgische, anmutende Wasserrad beim Kapitelplatz und das wunderbar duftende, naturbelassene Brot der Stiftsbäckerei St. Peter. Beides lockt sowohl Touristen wie auch Einheimische an. Zum Ausklang noch eine Bildsequenz über ein Kuriosum am Almkanal, Beispiel einer zeitmäßigen Nutzung von Lukas Heigermoser. Seit Herbst 2010 rauscht die Surfwelle 150 Meter flussabwärts der Brücke Weidenstraße in Gneis südlich von Leopoldskron. Bis vor einigen Jahrzehnten diente an dieser Stelle die sogenannte Suchmannschleuse zur Ableitung von Hochwässern aus dem Almkanal in die umliegenden Moorwiesen, um die Stadt vor Überflutungen zu schützen. Im Jahre 2010 wurde die örtlich gegebene kleine Gefällestufe mit einer Holzrampe und einer anschließenden Gerinneaufweitung zu einer Trainingswelle für Surfer und Paddler ausgebaut. Eine Besonderheit der ca. halben Meter hohen und 4,5 Meter breiten Welle ist die individuelle Einstellbarkeit der Wellenform durch zwei bewegliche Spoiler. Das Projekt wird von der Stadt Salzburg finanziert und betrieben und hat sich mittlerweile nicht nur für die aktiven Sportler, sondern auch für zahlreiche Zuschauer zu einem beliebten Besuchsziel entwickelt.